Merci à vous tous d'être là. Danke, dass Sie alle hier sind. Dieu se rit des hommes. Gott verlacht jene, die zwar die Folgen bedauern, deren Ursachen aber schätzen. Lancé par Bossuet au XVIIe siècle. Bossuets Verwünschung aus dem 17. Jahrhundert lässt sich heute auf die Länder Westeuropas und Nordamerikas anwenden, wo sich die Menschen über Statistiken und bestimmte Erscheinungsformen, wachsende Arbeitslosigkeit, soziale Ungleichheit, Drogenkonsum und Geld- und Waffenhandel aufregen, ohne zu beseitigen, was dem Ganzen ein Ende setzen könnte. Oligarchien halten die Menschen faktisch in einem Zustand freiwilliger Unterwerfung und manipulieren die Umgebung, in der sie leben. Um das Bruttoinlandsprodukt der EU-Mitgliedstaaten zu vergrößern, verlangen die europäischen Buchhalter inzwischen, dass die Länder in ihre Statistiken die Einnahmen sämtlicher Handelsformen aufnehmen. Die magischen Kräfte des Marktes machen es möglich, dass beispielsweise Prostitution keine menschliche Tragödie und keine Last für die Gesellschaft, sondern ein Gewinn ist, der sich in der Bilanz niederschlägt. Mondevilles Grundsatz, dass die Summe privater Lasten eine öffentliche Tugend sei, ist im westlichen Verhalten so vorherrschend, dass menschliche Arbeit zur Anpassungsvariablen wird und Profite um den Preis der Ausbeutung menschlicher Arbeit gemacht werden. Das ist das oberste Gebot der Märkte. Auf diese Weise ist unsere transatlantische Region beherrscht von einer inzestuösen Beziehung zwischen den Banken der Wall Street und der Londoner City und den großen Kartellen der Cyberindustrie, die auch als siebter Kontinent GAFA bezeichnet wird, wobei G für den Karten- und Datendienst Google, A für den Internetanbieter Apple, F für Facebook, l'animateur social. F für das soziale Netz Facebook A Amazon, und A für den Kulturbarkeeper Amazon steht. Ce système fonctionne sans produire. Das System betreibt Glücksspiel, ohne zu produzieren. Und das tut es mit Lichtgeschwindigkeit. Der Hochfrequenzhandel findet außerhalb jeder rechtlichen Kontrolle auf alternativen Plattformen der globalen Schattenbanken statt und hat die Institutionen der Nationalstaaten zu Schuldknechten und die Menschen zu Sklaven ihrer Gier gemacht, indem man nicht nur herausfindet, was sie tun, de savoir ce que nous faisons, sondern auch vorherzusagen versuchen, was wir tun werden. De le savoir avant nous-mêmes, grâce à la multitude. Und das sogar schon, bevor wir es selbst wissen. Dank der Vielzahl von Daten über uns, die ohne unsere Zustimmung im Web gesammelt werden. Diese Raubtiergesellschaft ist eine moderne Version des britischen Empires mit den gleichen zerstörerischen Impulsen, wie sie aus dem Zusammenschluss der britischen Monarchie und der Ostindiengesellschaft erwuchsen. Sie trägt den Krieg in sich, so wie die Regenwolken das Unwetter in sich tragen. Denn ihr Raubtiercharakter macht sie unfähig, die Mittel zu produzieren, die für die zukünftigen Generationen benötigt werden. Auf diese Weise erzeugt sie für jeden Euro oder Dollar, der produziert wird, mindestens 4 Euros an Schulden und eine Anhäufung von Kapitalforderungen ohne Beispiel in der Geschichte. Wir kennen die offiziellen Zahlen über Finanzderivate, die nichts anderes sind als Wetten auf zukünftige Preise, unabhängig vom Besitz der zugrunde liegenden materiellen Güter. 800.000 Milliarden Dollar oder mehr als das Zehnfache der gesamten weltweiten Jahresproduktion. Die tatsächliche Summe aller dieser akkumulierten Geldforderungen kennt niemand genau.
weil die Geschäfte zwischen den Finanzinstitutionen von Computern abgewickelt werden, die mit Geschwindigkeiten im Milliardstel Sekundenbereich arbeiten. Und das sind zweifellos mehr als 2 Milliarden Dollar. Wir haben es mit einem finanziellen Irrenhaus im wahrsten Sinne des Wortes zu tun. Aber der Wahnsinn ist der eines pathologischen Mörders. Es zerstört das menschliche Kapital, auf dem die gesamte Gesellschaft gründet. Länder wie das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten oder Deutschland, die relativ wenig Arbeitslose melden, verstecken diese statistischen Manipulationen und organisierten Härten. Unter diesen Umständen entsteht ein Klima des Krieges, wie es der Papst in Sarajevo recht zu Recht angeprangert hat. Wir leben in einer Wirtschaft, die tötet, wie er bereits vor einigen Monaten schrieb. Der Wahnsinn der Finanzwelt ist mörderisch. Immer mehr Menschen von China über die Vereinigten Staaten bis hin nach Russland vergleichen die gegenwärtige Lage mit der Kuba-Krise 1962. Nur, dass es diesmal die USA, Großbritannien und die NATO sind, die Truppen und Raketen an den Grenzen Russlands aufgebaut haben und damit gegen alles verstoßen, was sie zurzeit der deutschen Wiedervereinigung versprochen haben. Zwei Faktoren machen die Lage, in der wir uns heute befinden, unendlich gefährlicher als 1962. Der erste dieser Faktoren ist die Tatsache, dass die Mehrheit der Bürger nicht mehr gegen den kommenden Krieg und gegen die Plünderung ihrer Existenzgrundlagen mobilisieren. Und da, wo sie mobilisieren, tun sie es, weil sie durch Ausbeutung und die Ausgrenzung mit dem Rücken an die Wand stehen, wie in Griechenland oder Spanien. Sie wehren sich gegen das, wogegen man sich wehren muss. Aber sie haben kein Programm, um zu erreichen, was notwendig ist. Wenn wir also wieder eine Welt mit realem Wachstum und gegenseitiger Entwicklung schaffen wollen, müssen wir die Schubkraft der BRICS-Staaten und ihrer Verbündeten durch einen Machtzuwachs und einen größeren Horizont erhöhen. Wir können nicht einfach sagen, dass wir auf den Zug der BRICS aufspringen und abwarten, bis sie uns zur Endstation mitnehmen. Das ist zwar schon besser, als auf dem Bahnsteig zu bleiben oder den Zug aufzuhalten, wie es die Oligarchien von uns wollen, aber das entspricht nicht unserer und ihrer Herausforderung. Wir müssen das Beste von uns selbst beitragen, da es gilt, die wirtschaftliche Orientierung der gesamten Welt zu ändern. Es ist nicht dieses oder jenes Element des gegenwärtigen Systems, das uns in die Katastrophe führt, sondern die gesamte Logik des Systems selbst. Wir müssen das System deshalb insgesamt ändern. Das ist die Voraussetzung für einen zukünftigen Frieden, für eine harmonische gegenseitige Entwicklung auf der Grundlage des Win-Win-Prinzips, wie der chinesische Präsident Xi Jinping wiederholt betont hat. Daher müssen wir verstehen, was eine Wirtschaft wirklich ist. Tatsächlich ist sie die Vorstellung eines wahrhaften Menschen, den wir in uns selbst wiederentdecken müssen. Menschen sind keine geopolitischen Tiere, die versuchen, auf Kosten anderer Menschen Territorien zu erobern oder Ressourcen an sich zu bringen, sondern sie definieren sich durch ihre Fähigkeit, Prinzipien des von ihnen bewohnten Universums zu entdecken und die Umwelt durch die Anwendung von Entdeckungen zu verändern, welche es ihnen und ihren Mitmenschen ermöglicht, ein besseres Leben zu führen und sich zu vermehren. Wirtschaft ist nicht billig einkaufen und teuer verkaufen, um dadurch einen finanziellen Gewinn zu machen, sondern dass man beiderseits die Entwicklungsplattform schafft, um durch die Anwendung neuer Technologien mit weniger Mitteln besser zu produzieren.
Es bedeutet, die eigene Produktivität pro Kopf, pro Flächeneinheit und pro Masseneinheit, die in diesem Prozess verwendet wird, zu steigern. Diese Plattformen enthalten auch die Mittel, um eine solche Dynamik zu garantieren. Die Humaninfrastruktur, Bildung, Gesundheit, Forschung und Entwicklung und die physische Infrastruktur, Verkehr und Produktion. Der amerikanische Staatsmann und Ökonom Lyndon LaRouche bezeichnet diese Fähigkeit des Menschen als das bevölkerungsdichte Potenzial relativ zur geschaffenen technologischen und menschlichen Plattform. Dieser Begriff des Potenzials, der Kapazität pro einzelnen Menschen, ist von LaRouches Freunden in Russland aufgegriffen worden. Der russische Wissenschaftler Pobysk Kuznetsov schlug vor, er war ein Fachmann in Nuklearmedizin, er schlug vor, die wirtschaftliche Einheit als Maß für die Anwendung und verifizierte Wirkung menschlicher Aktivität als La, wie LaRouche, zu bezeichnen. Nun verstehen Sie, warum ich in meiner Rede die Überschrift »Die menschliche Schöpfung, Quelle und Maß der Realwirtschaft« gegeben habe. Es ist wichtig zu betonen, dass die chinesische Führung mit ihrem Konzept »Ein Gürtel, eine Straße«, der neuen Seidenstraße zu Lande und zur See, das gleiche Menschenbild zum Ausdruck bringen. Soweit ich es verstehe, bedeutet das Konzept des Xi im Chinesischen ein zu entwickelndes Potenzial. Wir brauchen keinen vorher festgelegten, detaillierten Plan mehr, sondern betrachten die Lage wie eine auszubeutende Mine, deren Adern wir mit einer veränderbaren Idee in der Art und Weise ausbeuten werden, dass ich an dem Punkt, in dem mein Einsatz und Kampf beginnt, bereits dadurch gewonnen habe, dass ich die Voraussetzung dafür geschaffen habe, den Feind dadurch zu überwinden, dass ich ihn zum Partner gewinne. Der indische Premierminister Narendra Modi hat dieses Prinzip voll und ganz verstanden, als er im vergangenen Juli am Schluss des BRICS-Gipfels in Fortaleza erklärte. Die BRICS als internationale Institution ist einzigartig. Sie vereint zum ersten Mal eine Gruppe von Nationen nicht auf der Grundlage vorhandenen Wohlstands oder gemeinsamer Identitäten, sondern des Zukunftspotenzials. Schon die Idee von BRICS an sich ist also auf die Zukunft ausgerichtet. Deshalb glaube ich, dass sie den bestehenden internationalen Institutionen frische Perspektiven und Mechanismen hinzufügen können. Dieses Wirtschaftskonzept ist das genaue Gegenteil der formalen Logik auf Grundlage der aristotelischen Widerspruchsfreiheit, der zufolge der Feind als Gegner vernichtet werden muss. Während es für uns darum geht, einen Feind für unsere Sache zu gewinnen, indem wir die Debatte auf eine höhere Ebene heben. Wie Nikolaus von Kues in dieser Frage betonte, setzt die Schöpfung das Zusammenfallen der Gegensätze voraus, was auf einer höheren Ebene der Vorstellungskraft erkennbar und beherrschbar macht, was auf der relativ niedrigen Ebene als unverständlich und unbeherrschbar erscheint. Konfuzius entwickelt einen Ansatz ähnlicher Natur mit seinem Konzept des Ren. Das heißt, dass man dem anderen den Vorrang gibt und ihm das Mandat des Himmels einräumt, indem man ihn bildet. Im Gegensatz zu dem heutigen malthusianischen Unsinn, wonach die Geschichte der begrenzten Welt begonnen haben, schreibt Jean Baudin in seinen 6 Büchern über die Republik in der Nachfolge von Kues. Affirme à la suite du Cousin, la suite de Nicolas de Cuse, qu'il n'est richesse ni force que d'homme. Zitat: Außer dem Menschen gibt es keinen Reichtum und keine Stärke. Vorausgesetzt,
Der Anführer macht aus Zwietracht Eintracht. Darin liegt die Hoffnung auf Einheit in der Vielfalt, die sich als Prinzip wie ein roter Faden durch die chinesische Zivilisation zieht. Daher ist klar, dass wir Europäer und Amerikaner eine Menge mit den BRICS gemeinsam haben und wir ihnen sogar etwas beisteuern können. Aus Frankreich die Herrschaft Heinrichs IV. Mit Sully, Laffemas und Olivier de Serres. Aus Deutschland die Aufklärung von Lessing und Mendelssohn und Friedrich Lists Konzept der Nationalökonomie. Und aus den Vereinigten Staaten das hamiltonische Konzept der politischen Ökonomie. Hieran zeigt sich am deutlichsten ein Verständnis für Wirtschaft und Gesellschaft, getragen von einem Vektor des wissenschaftlichen Fortschritts und nicht von der Unterwerfung unter die Tradition. Dans deux de ces quatre rapports financiers, fondateurs, économiques, pardon, dans trois de ces quatre rapports fondateurs du système américain d'économie. In zwei der vier grundlegenden Berichte des amerikanischen Systems der politischen Ökonomie zeigt Hamilton, dass der durch eine Nationalbank organisierte staatliche Kredit das Fundament einer Wirtschaft ist, da er eine Art Wette auf die Zukunft darstellt, auf die Möglichkeit zukünftiger Investitionen, mit denen die Mittel zur Rückzahlung der eingesetzten Mittel erzeugt werden. La base n'est pas la rente, c'est ce pari sur l'avenir. Die Zukunft der Vereinigten Staaten lag nach seinem Verständnis im Manufakturwesen. Le futur des États-Unis, das heißt, était dans les manufactures, in der durch öffentliche Kredite unterstützten Industrie und nicht in der Landwirtschaft. Wie es Jefferson verlangte, denn nur die Industrie könne die Qualität und Quantität menschlicher Arbeit steigern. C'est l'accroissement de la densité des flux d'énergie. Die Erhöhung der Flussdichte von Energie und Technologie, die diese physischen Überschüsse liefert, ermöglicht noch größere Neuinvestitionen auf einem noch höheren Niveau menschlicher Schöpfungskraft. Vous avez quelque chose, mais immédiatement que vous l'avez trouvé, vous devez le remettre en cause pour faire mieux à l'avenir. Dans son rapport sur une banque nationale, Hamilton démontra en particulier. In seinem Bericht über die Nationalbank hat Hamilton zur großen Überraschung der übrigen Gründerväter aufgezeigt, wie man Schulden in Geld verwandelt, was die Vergabe staatlicher Kredite ermöglichte. Die Nationalbank wurde zu dem Zweck geschaffen, Einlagen aus verschiedensten Einkünften aufzunehmen, darunter Forderungen aus Staatsanleihen, die auf diese Weise kapitalisiert und an Investoren verliehen werden könnten. Auf diese Weise dienten die Schulden als Sicherheit, um Kredit in Form von Geld in Umlauf zu bringen und gleichzeitig zu vermeiden, dass die amerikanische Wirtschaft unter die Kontrolle ausländischer Interessen gelangte, insbesondere der Briten. Natürlich konnten diese Einlagen nicht gepfändet und die Schulden nicht in Anteile der Bank umgetauscht werden, wie es manche in Europa heute gern tun würden, um die Spekulationsbanken zu retten. Hier geht es um die Realwirtschaft, um den Umgang mit Projekten, die Produktivität erzeugen, und nicht um finanzielle Spiele, um private Banken so weit zu vergrößern, dass sie systemrelevant werden. Mit ihrer Größe könnten sie dann die Regierung erpressen, um sie vor dem Bankrott zu bewahren und bei Schwierigkeiten auf Kosten der Bevölkerung Hilfe vom Staat zu verlangen. Dieser Hinweis ist heute wichtig im Umgang mit den griechischen Staatsschulden. Nach den von Hamilton definierten Kriterien und denen des Schuldenerlasses für die Bundesrepublik Deutschland 1953 müssen wir noch zwischen rückzahlbaren, legitimen Schulden
und solchen, die es sich nicht sind, trennen. Kaum 10% der von den Griechen aufgenommenen Schulden dienten im Interesse der Bevölkerung und der Wirtschaft. Der Rest diente ausschließlich Räubern im Inland und noch viel mehr ausländischen Finanzspekulanten. Die heute zu Unrecht ihr Pfund Fleisch verlangen. Wenn darüber überhaupt verhandelt werden muss, dann sollte dieser Punkt im Mittelpunkt stehen und nicht der Aderlass an der griechischen Bevölkerung und Wirtschaft durch die Institutionen in Form von Austerität, die darauf hinausläuft, einen Körper auszubluten, den man krank gemacht hat. Das ist die reine Inquisition. Comme s'en moquait Molière. Plateforme de décollage et de développement. Grand projet d'infrastructure. Eine Plattform für Aufbruch und Entwicklung, für Großprojekte, öffentlichen Kredit, Energie- und Technologieflussdichte, Inspiration und Unterstützung. Une inspiration et une adhésion. Charles de Gaulle, dans un discours prononcé à Lille le 1er octobre. Charles de Gaulle sagte in Lille am 1. Oktober 1944 eine Rede, in der er am Ende des Krieges sagte: Es ist unsere Pflicht, vollen Gebrauch von dem zu machen, was sich auf dieser Erde befindet. Der einzige Weg, wie wir das tun können, ist durch das, was man als eine gelenkte Wirtschaft bezeichnet. Wir wollen, dass der Staat die wirtschaftliche Aktivität der gesamten Nation steuert. Die geplante Wirtschaft dient dem Wohl aller, damit alle Franzosen und alle Französinnen ein besseres Leben haben. Sigmar Gabriel in Allemagne et au cours de Dominique Strauss-Kahn et Lionel Jospin à Sciences Po. Das ist etwas ganz anderes, als wir von Frau Merkel oder Dominique Strauss-Kahn hören. Oder François Hollande. Le premier, schon zuvor hatte de Gaulle in Algier am 1. April 1944 gesagt: Große Fragen der Menschheit können nicht durch Logik gelöst werden. Man braucht eine Atmosphäre dazu, die nur durch die Übereinkunft der Gesinnungen geschaffen werden kann. Il faut aussi beaucoup de courage. Man braucht dazu auch eine Menge Mut, der zum Glück ansteckend ist. Franklin Delano Roosevelt sagte am 31. Oktober 1936 im Madison Square Garden in New York über seine Gegner, die gleichen waren wie unsere heute. Wir sind einig in ihrem Hass auf mich und ich bin froh über ihren Hass. Eine Richtung, eine Inspiration und eine Gesinnung. Das war de Gaulles Entspannung, Verständigung und Kooperation zwischen den Völkern. Das ist es, was Valentina Matwienko, die Vorsitzende des Russischen Föderationsrates, heute als eine bestimmte Form der Kooperation zwischen den fünf BRICS-Staaten, die eine gemeinsame Agenda verfolgen, bezeichnet. Darunter die Verteidigung ihrer nationalen Souveränität, Schutz und Förderung ihrer nationalen Interessen auf Grundlage des Prinzips der Gleichrangigkeit, Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten und die Ablehnung einer unipolaren Welt. Das ist es, was China dazu veranlasst hat, mit Indien und Russland zu vereinbaren, Investitionen der AIIB auch in Japan und in den Vereinigten Staaten zuzulassen. Trotz historischer Streitigkeiten und feindseliger Maßnahmen dieser beiden Länder. Das ist es auch, was China veranlasst hat, einen interozeanischen Kanal in Nicaragua zu bauen, 50 Milliarden Dollar in Brasilien zu investieren und eine ebenfalls interozeanische Bahnstrecke zwischen Brasilien und Peru zu finanzieren. Und das ist es, was die russische Zentralbank dazu gebracht hat, ein neues Banken-Clearing-System, ähnlich des westlichen SWIFT-Systems, vorzuschlagen. Betrachten wir für einen Moment die wirtschaftlichen Veränderungen der letzten 100 Jahre. La Chine avait été le seul pays
China war das einzige Land, das 1919 den Versailler Vertrag nicht unterschrieben hat, weil ihm Land geraubt worden war. China wurde nach dem Zweiten Weltkrieg nicht einmal zur Konferenz von San Francisco eingeladen, obwohl es mit großem Mut gegen Japan gekämpft hatte. Wenn wir uns vor Augen führen, was China weltweit erleiden musste, dann können wir die Sympathie, die es heute für Griechenland und für Russland empfindet, besser verstehen. Was wir von der Europäischen Union heute Griechenland antun, ist das, was gestern China angetan wurde. Sind wir in der Lage, uns zu ändern? Können wir verstehen, dass das, was heute mit Griechenland geschieht, mit uns allen geschehen kann, wenn wir unsere Politik nicht ändern? In Deutschland werden Stimmen laut, die von Außenminister Steinmeier, von den Altkanzlern Schmidt und Schröder. Und das gibt Hoffnung. Man braucht sich nur vorzustellen, in Frankreich würden Jospin, Rocard und Delors das Gleiche tun, was im Augenblick aber leider unvorstellbar ist. Pour que la Russie soit réadmise à la table. In Deutschland jedoch haben sich diese Stimmen zu Wort gemeldet und forderten, Russland wieder zur G8 einzuladen. Das ist noch nicht weit mehr in unserem eigenen Interesse als in dem von Russland. Denn Russland ist mit der BRICS verbunden, das heißt mit der halben Menschheit. Sind wir, die Europäer, in der Lage, einen neuen Krieg zu vermeiden? Der Test wird sein, was wir für Griechenland tun können und damit faktisch für uns selbst. Wirtschaft bedeutet Bedingungen für einen Willen des Zusammenlebens, in dem wir unsere kreativen Fähigkeiten vereinbaren und das Ganze größer als die Summe seiner Teile machen. Wenn sich heute am Himmel Osteuropas und über den chinesischen Meer zwei Militärflugzeuge zu nahe kommen, kann alles außer Kontrolle geraten. Die Entvölkerungspolitik hat bereits begonnen. Und angesichts der Welle von Flüchtlingen ist das Einzige, was sich unsere Länder einfallen lassen, die Schiffe zu bombardieren, die die Flüchtlinge transportieren und eine neue koloniale Expedition zu starten. Sind wir so dumm, dass wir es hinnehmen, in einer Barbarei zu versinken, die für andere tödlich und für uns selbstmörderisch ist? Wirtschaft bedeutet, wieder zu dem kreativen Guten in Aeschylus' Prometheus zurückzufinden, der allen die Möglichkeit gab, dank einer größeren Beherrschung der Wissenschaften über alles Bekannte hinaus sich zu entwickeln und sich zu vermehren. Und neue Lebenskraft zu finden, indem wir uns an unsere besten Leistungen erinnern. Wirtschaft bedeutet im 21. Jahrhundert, durch gegenseitige Entwicklung für den Frieden das zu tun, was wir im 20. Jahrhundert für den Krieg getan haben. Das heißt, wir müssen unsere Denkweise und unser Weltbild radikal über Nacht ändern. Eine neue Wirtschaft besteht aus klugen Städten, der Zukunft und digitaler Technologie, befreit von finanzieller Vorherrschaft. Anders als die Experten erwarten, werden keine Arbeitsplätze zerstört, sondern die Grundlage einer neuen Wirtschaft mit neuen Formen der Energieflussdichte wie der kontrollierten Kernfusion bilden. Ohne eine Lösung werden wir in die Vergangenheit zurückfallen. Nur wenn wir das Vertrauen in unsere eigenen kreativen Fähigkeiten zurückgewinnen und den Zustand der Ausbeutung durch die oligarchischen Mächte der transatlantischen Zone bekämpfen, werden unsere Mitmenschen den Herausforderungen unserer Epoche gerecht werden. Die Erforschung und Besiedlung des Weltraums wird notwendigerweise eine fundamentale Rolle als eines der gemeinsamen Ziele der Menschheit spielen, um unserer irdischen Wiege zu entkommen. Aber all das wird nicht durch Fügung oder mechanisch zustande kommen. Die Realität ist subjektiv. Wir müssen wieder den Mut Victor Hugos finden, der 1861 die Verwüstung des
von Kaiser Qianlong und den Jesuiten geschaffenen Sommerpalastes, des Gartens voller Springbrunnen und der Gärten vollkommener Schönheit verurteilte. Qianlong et les Jésuites. C'est-à-dire, nous autres Européens avons détruit en Chine les œuvres d'Européens. Das heißt, was wir in China zerstört haben, war das Werk von uns Europäern. Eines Tages gingen zwei Banditen in den Sommerpalast. Der eine plünderte, der andere Brandschatze. Vor der Geschichte wird der eine von ihnen Frankreich, der andere England genannt werden. Daran verwickelt ist auch der Name Elgin, der uns zwangsläufig an den Parthenon erinnert. Was dem Parthenon angetan wurde, wurde auch dem Sommerpalast angetan, nur gründlicher und besser, sodass nichts mehr davon übrig bleiben durfte. Für diese Schandtat sind wir es China schuldig, mit ihm zusammen in die Zukunft einzutreten, nicht um zu zerstören, sondern um die Welt in der BRICS-Ära aufzubauen. Lassen Sie mich Ihnen trotzdem sagen, wie stolz ich darauf bin, dass Hugos Brief auf der offiziellen chinesischen Webseite im Internet in Mandarin übersetzt ist. Ich möchte nun mit der gleichen Wut, die Victor Hugo inspiriert, über das sprechen, was wir heute den Griechen und den Flüchtlingen aus Afrika antun. Und ich werde jetzt als Überraschung Frau Vivrell aufs Podium bitten, um Victor Hugos Text auf Chinesisch vorzutragen. Merci. Alors, j'ai tapé Hugo, le sac du balai d'été, sur un site. Ich habe also Hugo und die Plünderung des Sommerpalastes in eine chinesische Suchmaschine eingegeben. Und es handelt sich um eine offizielle chinesische Suchmaschine. Das habe ich gefunden.对圆明园进行了大规模的破坏，有两个战胜者分担。我们看到，这整个事件中还与额尔金的名字有关，这注定又会使人想起帕台农神庙。从前对帕台农神庙怎么干，现在对圆明园也怎么干，干得更彻底、更漂亮，以致荡然无存。 如果我们把我们所有大教堂的所有财宝加在一起，也抵不上东方这座了不起的富丽堂皇的博物馆。园中不仅有艺术珍品，还有成堆的金银制品，丰功伟绩，收获巨大。两个胜利者，一个塞满了口袋，这是看得见的；另一个装满了箱子。他们手挽手， 笑嘻嘻地回到了欧洲。这就是两个强盗的故事。我们欧洲人，我们是文明人，中国人对我们来说是野蛮人。这就是文明对野蛮所干的事情。在历史面前，这两个强盗，一个将会叫法国，另一个将会叫英国。我先要提出抗议，感谢您给了我抗议的机会。 治人者的罪行不是治愈人者的过错，政府有时会是强盗，而人民永远不会。法兰西帝国吞下了一半的胜利果实，今天帝国竟然带着某种物主的天真，把圆明园富丽堂皇的破烂陈列出来。我希望有朝一日，解放了的干干净净的法兰西，会把这份赃物 归还给被掠夺的中国。现在，我证实，发生过一次偷窃行为，有两名窃贼。 Donc, même si vous n'avez pas pu comprendre, j'ai voulu qu'avec cette voix. Selbst wenn Sie das nicht verstehen konnten, wollte ich, dass Sie von dieser Stimme hörten,
die über Kontinente hinweg und auf der ganzen Erde, die, die im Namen der Gerechtigkeit, des Rechts und der Entwicklung in der Menschheit sprechen, sich verständigen können. Ich habe dem etwas hinzuzufügen. Etwas über die Elgins. Die Vorgänger von ISIS im Nahen Osten. Wenn es um die Plünderung von Altertümern geht, sind diese perfiden Aristokraten des britischen Empire, die Elgins. Der siebte Earl of Elgin ließ 1801 das Parthenon in Griechenland plündern. Der achte Earl of Elgin hat im Oktober 1860 die Zerstörung des Sommerpalasts in China befohlen. Die Plünderung des Sommerpalasts, das war auch ein Elgin. Derselbe Elgin wurde 1861 Vizekönig von Indien und fuhr mit seinen Plünderungen fort. Für diejenigen, die die Rolle der britischen Oligarchie und ihrer Tradition nicht wahrhaben wollen, zeigt sich hier, glaube ich, ein besonders entlarvendes Beispiel. Aber es bleiben Gründe, optimistisch zu sein und zu hoffen. Erstens, weil es die BRICS sind, die jetzt den Ton im globalen Orchester angeben. Und es zeigt sich ein neues Streben nach politischer Veränderung in Europa. Auch in solchen Ländern, deren Wirtschaft immer noch relativ robust ist, wie in Deutschland. Und auch in Frankreich. Ebenso verhält es sich auch in den Vereinigten Staaten mit unserer Bewegung und mit der Kandidatur O'Malley's, der sich gegen die Banditen der Wall Street gestellt hat und ein neues Glass-Steagall-Gesetz im Stile von Roosevelt fordert. À revenir au Glass-Steagall de Roosevelt, la candidature de O'Malley devient de plus en plus. Die Kandidatur O'Malleys gewinnt angesichts der Kompromisse Hillary Clintons immer mehr an Gewicht. Je suis diplomate dans mon jugement. Das ist meine diplomatische Charakterisierung des Sachverhalts. John Conyers, qui est un représentant américain, combattant des droits civiques. Wenn ich in diesen Saal sehe, dann sehe ich dass in Amerika in den Kongress eine Resolution eingebracht wurde, die in der Abstimmung bestätigt wurde, und dabei es sich um eine Ablehnung der Finanzierung des Azov-Bataillons in der Ukraine geht. Donc il y a aux États-Unis des gens qui s'insurgent au sein du Congrès, on l'a vu pour le traité de libre-échange pacifique avec la zone pacifique et le traité de libre-échange avec la zone européenne. Man sollte besser von der Azov-Miliz sprechen, denn das Wort Miliz sagt bestimmten Franzosen mehr. Es ist auch die Miliz von Victoria Nuland. Es gibt in den Vereinigten Staaten also Kräfte im Kongress, die rebellieren, was man auch schon beim Freien des Akkords mit den pazifischen Ländern in Europa sehen kann. Es ist noch unzureichend, nicht auf dem nötigen Niveau und nicht tiefgehend genug, nicht an die Wurzel der Probleme gehend. Aber wir sind mit unseren amerikanischen Freunden auf dem Plan, um diese Anfänge auszuweiten und in die richtige Richtung zu drängen. De l'humanité dans sa manière de penser le monde et de le transformer en arpentant l'inconnu, en allant au-delà du connu. Wir müssen den Mut haben, dem gemeinsamen Ziel der Menschheit zu dienen, indem wir unbekannte Wege beschreiten, in unserem Herzen wie in der wachsenden Beherrschung dessen, was sich in unserem Sonnensystem und sogar in unserer Galaxis abspielt. Denn darin liegt, wie die folgenden Redner zeigen werden, die reale Wirtschaft unserer Zukunft.
Exigeons un peu plus de lui. Da ich mich bereits auf Victor Hugo berufen habe, wollen wir ihn noch etwas anderes fragen. Konfuzius lehrt uns, dass wir unsere Freunde necken und herausfordern sollen, damit sie sich über die Widersprüche ihrer gegebenen Situation erheben können. Es war ebenfalls im Juni vor 130 Jahren, als er in unser Pantheon aufgenommen wurde. Hören wir, was er in Lux geschrieben hat. Vision sublime. O Vision der kommenden Zeit, wenn der Mensch dem weglosen Schlamm entkommen ist. Am Horizont glüht die Finsternis, die heutige Sonne nur noch ein Funke. Aber bald wird entfaltet das glorreiche Banner von uns allen. Die Flagge, die steigt, um niemals zu fallen, die universelle Republik der Welt. Demain sera le soleil. Simone Veil. Simone Weil, unsere große platonische Philosophin, sagte einst, dass in aller Arbeit ein Stück Poesie steckt, weil wahre menschliche Arbeit immer kreativ ist. Hier ist die Arbeit, die vor uns liegt. Ich habe jemanden, und das muss noch getan werden. Ich habe jemanden, der mich gefragt hat, warum Helga Zappel-Larouche und der chinesische Präsident, die seiner Meinung nach etwas seltsame Bedeutung Neue Seidenstraße gewählt haben, habe ich geantwortet. Das war für sie ganz natürlich, denn die Wirtschaft, also für Frau Larouche und für den chinesischen Präsidenten, denn die Wirtschaft beruht auf kreativer menschlicher Arbeit und diese Arbeit ist voller Poesie. Und so wollen wir mit der Welt verfahren, die darüber ihr Urteil fällt. Ich möchte noch etwas hinzufügen, was ich ursprünglich nicht vorgesehen hatte. Doch wenn mein Blick in diesem Saal schweift und ich die Teilnehmer sehe, dann muss ich sagen, die Abschreckung des Schwachen durch den Starken, das funktioniert immer. Außer der Schwache ist bereit, sein Leben, seine Ehre und sein Erbe einzusetzen. Das sagte Benjamin Franklin in der Morgendämmerung der amerikanischen Revolution. Sein Leben, seine Ehre und sein Erbe, denn Naturrecht und Zukunft der Menschheit sind in Gefahr. Danke also für Ihre zukünftigen Taten. Danke, denn ich bin überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen werden.